أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Herzlich willkommen zu der Unterrichtsreihe Ramadan, dein Wandel. Und das ist heute der 23. Teil, was ich mit euch besprechen möchte. In diesem Teil werde ich euch wieder mehrere Botschaften übermitteln, bismillah ta'ala. Die erste Botschaft, was ich euch gerne mitgeben möchte, ist der Leitgedanke des Tages. Das heißt, Motto des Tages. Und das heißt, als würdest du ihn sehen. Als würdest du ihn sehen. Allah subhanahu wa ta'ala, du betest eine Anbetung, als würdest du ihn sehen können. Liebe Geschwister im Islam, meine zweite Botschaft ist der Gewinn des Tages. Was ist der Gewinn des Tages? Erreiche die Stufen der Al-Ihsan. Es gibt in Islam Stufen und die höchste Stufe ist Al-Ihsan. Und Ihsan bedeutet, du betest Allah Azza wa Jalla an, als würdest du ihn sehen. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, du weißt, er sieht dich. Der Gewinn ist, liebe Geschwister, das Hadith von Jibril, als er gesagt hat, berichte mir, was ist Al-Ihsan? Und der Gesandte, alayhi salatu wassalam, antwortete dem Engel, Al-Ihsan, an ta'budu Allah ka'annahu tarahu. Ka'annaka tarahu. Ihsan ist die Gutmütigkeit, dass du betest Allah Azza wa Jalla an, als würdest du ihn sehen. Fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yara. Und auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so weißt du, dass er dich sehen kann. Hast du eine Anbetung in Ramadan, das dich so gebunden hat, dass du kannst Allah Azza wa Jalla vor dir sehen? Und wenn du ihn nicht sehen kannst, dass du den Gefühl hast der Beobachtung. Beobachtungsgefühl ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Und das ist eigentlich meine heutige Botschaft. Beobachtungsgefühl. Das heißt, liebe Geschwister, der Gewinn ist, dass du weißt, du wirst beobachtet von deinem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala. Dann du schämst dich. Wenn du dich schämst, was würdest du tun? Du würdest dir ein Kleid überziehen. Je mehr man Scham hat, Schamgefühl hat, Haya bekommt, so wird man sich anziehen. Man würde nicht mehr so frei offen zeigen. Deswegen im Islam ist die Bedeckung eine wichtige Rolle. Zieh das Kleid der Schamgefühl an, weil du weißt, Allah sieht dich, Allah beobachtet dich und er weiß über alles Bescheid. Sobald du dieses Kleid der Haya angezogen hast, du wirst aufhören zu sündigen. Das Schamgefühl, Haya, ist der Stil des Muslims. Der Muslim hat einen Style. Schaut, jeder hat eine Art und Weise, wie er sich anzieht. Und dieser Muslim hat das Kleid der Haya angezogen und hat einen Stil und einen Umgang im Benehmen mit Haya. Meine dritte Botschaft im Lichte des Korans, der Vers des Tages. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Allah ist mit euch, er ist mit euch, wo ihr seid. Das heißt, er ist mit euch, wo ihr seid. Und zweitens, er sagt weiter, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß ganz genau, was ihr tut. Allah Azza wa Jalla weiß ganz genau, was ihr tut. Was heißt dieser Vers? Und er ist mit euch, wo immer ihr auch seid, und was ihr tut, sieht Allah. Es bedeutet, sein Wissen hat alles umfasst. Es gibt nichts, sei es auf Wasser, in der Luft, auf der Erde, in der Erde, im Wasser, egal wo, trocken oder feucht, das er nicht weiß. Sogar das Baum, ein Blatt, was vom Baum fällt, er weiß darüber Bescheid. Er kennt alle Verborgenen. Alles, was verborgen ist, kennt Allah Azza wa Jalla. Und wenn Allah sagt, wa huwa ma'akum, er ist mit euch, was heißt das?
nicht nur mit Sehen, nicht nur mit Hören, nicht nur mit Wissen, sondern auch mit seiner Macht. Allah ist mächtig. Das heißt, er kann mit dir tun, was er möchte. Und es gibt keinen, der von Allahs Macht entkommen kann. Er hält jeden an seiner Stirnlocke. Deshalb, liebe Geschwister in Islam, du sollst begreifen, was bedeutet, Allah Azza wa Jalla ist der Beobachter. Allahu Raqib. Allah ist der Beobachter. Allah ist der Zeuge. Allah ist der Allsehende. Allah ist der Allhörende. Allah ist der Allwissende. Allah ist der Nahe. Und zu ihm ist die Rückkehr. Das heißt, er weiß alles Bescheid. Und noch dazu, zu ihm ist die Rückkehr. Wie kannst du es wagen, diese Sünden und Ungehorsamkeiten ausführen und du weißt am Ende, du kommst zu ihm. Wenn du weißt, hier ist eine Kamera, dann du achtest auf dein Benehmen. Wenn draußen steht Polizei mit Verkehrskamera, dann du fährst richtig. Warum? Weil du weißt, du wirst gleich bei ihm vorbeifahren und er wird dich festhalten. Deshalb, liebe Geschwister, wie kann man sündigen? Und man weiß, Allah schaut dich an, er beobachtet dich, er ist in deiner Nähe, er ist der Zeuge, er ist dir sogar näher als deiner Schlagader, Pulsader. Wie kannst du dann noch sündigen? Meine vierte Botschaft. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild. Schaut, was der Vorbild uns sagt. Er sagt, ja Abdullah, o Abdullah, bete Allah an, als würdest du ihn sehen. Und wenn du ihn nicht siehst, so hab immer das Gefühl, er sieht dich. Durch diesen Hadith sagen die Gelehrten, Al-Ihsan hat zwei Stufen. Die höchste Stufe ist, du betest an Allah und du weißt ganz genau, er ist vor dir, als würdest du ihn sehen. Und eine untere Stufe ist, du hast den Beobachtungsgefühl, du weißt, auch wenn ich ihn nicht sehe, er sieht mich. In beiden Fällen, du kannst nicht mehr sündigen. In beiden Fällen, du gehörst zu den besten Diener Allahs. Du gehörst zu den höchsten Stufen des Islams. Liebe Geschwister in Islam, der Prophet hat unter seinem Bett, unter seinem Teppich, manchmal Dattel gefunden. Ein Stück Dattel. Und er hat gesagt, hätte ich gewusst, woher diese Dattel kommt, dass das nicht von Spende ist, so würde ich das essen. Aber er hat das weggeworfen, an die Spender gegeben und nicht gegessen, weil er hatte Angst. Warum? Weil er weiß ganz genau, Allah beobachtet ihn. Allah schaut und Allah weiß über jeden Krümel Bescheid. Über jeden Stück, was du in deinen Mund nimmst, Allah weiß Bescheid. Und wenn das haram ist, so wirst du dafür bestraft, zur Rechenschaft gezogen. Deshalb, der Gesandte war der Meiste, der Allah beobachtet hat. Und er hat Allah angebetet, als würde ihn sehen. Als würde ihn sehen. Ständig, sein Herz hat nicht mal geschlafen. Sein Herz schläft nicht. Ist in Daueranbetung. Warum? Weil er sieht Allah subhanahu wa ta'ala. Dieses Herz kann nicht schlafen. Wie kann ein Herz schlafen und er sieht Allah? Habt ihr verstanden? Deshalb, liebe Geschwister in Islam, er ist unser Vorbild und wir sollen unsere Nähe zu Allah azza wa jalla in Ramadan noch mehr stärken. Fünfte Botschaft. Meine fünfte Botschaft ist, aus den glanzvollen Aussagen der Rechtschaffenen, Salafus Salih, was haben sie gesagt? Al-Haris al-Muhasibi, einer der bekanntesten Gelehrten in Raqa'iq, der am meisten Herzthemen geschrieben hat. Vor 1200 Jahren ungefähr hat er gelebt und sogar die Hadith-Gelehrten haben von ihm überliefert. Ist sehr bekannt, liebe Geschwister in Islam. Er sagt, die Beobachtungsgefühl hat was zu tun mit deinem Herzen. Je näher dein Herz zu Allah ist, desto stärker wird das Beobachtungsgefühl. Und wenn du weißt, Allah beobachtet dich, dann wirst du Angst haben zu sündigen.
Wer sündigt? Welcher Mensch sündigt? Wer kommt hier rein und klaut? Wer würde das tun? Nur derjenige, der weit weg von Allah ist und nicht dieses Beobachtungsgefühl hat, dass Allah ihn beobachtet. Er würde sogar in Kaaba klauen. Es gibt Menschen, der kommt in Kaaba und klaut. Sogar schaut sich Frauen an. Sogar macht dort Sünde. Er macht Magie und solche Sachen in Kaaba. Warum? Weil sein Herz hat nichts mit Allah zu tun. Hätte das Herz mit Allah was zu tun, er weiß, Allah ist Al-Raqib, Allah ist Al-Qarib, Allah ist Al-Sami', Allah ist Al-Basir, Al-Alim, Al-Shahid. Er kann nicht sündigen. Er hat Angst. Sogar die Namen, wenn du sagst, kriegst du schon Angst. Kriegst du Respekt und Furcht gegenüber Allah Azza wa Jalla. Denn er ist nicht zum Spaßen. Allah ist nicht zum Spaßen. Er hat seine Gesetze, seine Grenzen. Und das, diese Erde, die ganze Erde gehört Allah. Wem gehört die Erde? Gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat hier Regeln gemacht. Und wer diese Regel verletzt, er wird das kosten. Ihm wird das vergolten. Und er wird das zur Rechenschaft bekommen. Deswegen gibt es von Ibn Abbas einen sehr schönen Satz. Er sagt, hab nicht nur Angst vor der Sünde, dass dieser Sünde dich vernichten wird, sondern schäme dich auch jedes Mal, wenn du Sünde machst. Rechts und links, die Engel sind an deiner Seite. Schämst du dich nicht vor diesen Engeln? Das ist noch schlimmer als der Sünde. Es gibt mal Sünde, das ist Sünde. Und du hast keine Angst gehabt, was diese Sünde dir Schaden bringen wird. Aber dann gibt es noch eine Schlimmeres. Und zwar, du hast die Sünde gemacht und die Engel sind Zeuge. Und dann noch weiter, liebe Geschwister in Islam, dass du hast gesündigt und du lachst noch über die Sünde. Du freust dich über die Sünde, das ist noch schlimmer als die Sünde selber. Es gibt Sünde und schlimmer ist, du tust das weiter und die Engel sind dabei und du freust dich noch auf die Sünde. Und es ist noch schlimmer, du bist traurig, wenn du diese Sünde nicht gemacht hast. Und das ist noch schlimmer als die Sünde selber. Es gibt Menschen, der ist sauer, dass er heute nicht Lotto gespielt hat. Regt sich auf, wenn sein Kind das Lottoschein nicht abgegeben hat. Schlägt ihn vielleicht sogar. Seht ihr? Und das ist schlimmer als die Sünde. Das bedeutet, dieser Mann hat nichts zu tun mit Allah. Weil je mehr er die Sünden tut und für diese Sünden lacht und freut, und traurig wird, wenn er diese Sünde nicht machen kann, wie weit weg ist dieser Mensch? Liebe Geschwister, meine sechste Botschaft. Beobachtungsgefühl zu besitzen in Ramadan, was hat das mit diesem Monat zu tun? Beobachtungsgefühl. Liebe Geschwister, dein Fasten ist das einzige Tag, wo keiner kann überprüfen, ob du wirklich fastest oder nicht. Außer Allah. Ramadan, Fasten, ist das einzige Amel, was weiß keiner außer Allah. Du kannst am Tag tun, als würdest du fasten, aber du hast gegessen und getrunken. Deswegen, die beste Beobachtungsgefühl und Furcht vor Allah kannst du in Ramadan bekommen. Stell dir vor, deine Frau in der Küche, die Miskina, sie kocht, 3-4 Stunden und sie fastet. Sie nimmt nicht mal einen Löffel in ihren Mund. Obwohl vor ihr ist Essen. In der Küche alleine. Keiner sieht sie. Warum isst sie nichts? Warum trinkt sie nichts? Weil hat im Herzen Iman. Deswegen, liebe Geschwister, du kannst diesen Beobachtungsgefühl nach Ramadan entwickeln. Warum brichst du ab? Guck mal, im Ramadan, du arbeitest lange Sommertage, hart, und du isst nichts und du trinkst nichts und nur Allah kann das wissen, ob du isst und trinkst und trotzdem du fastest. Warum machst du das nicht weiter in Ramadan und nach Ramadan? Wichtig ist dieses Gefühl, dass Allah mich beobachtet, soll man weiter haben nach Ramadan. Deshalb ist dieses Beobachtungsgefühl
das Beste, liebe Geschwister, im Ramadan zu lernen, das ist ein Training. Diese Muraqabatullah zu besitzen in Ramadan ist unser Training, liebe Geschwister in Islam. Spüre die Nähe Allahs durch Fasten, durch diese Anbetungen. Allah beobachtet dich und du lernst am besten in diesem Monat, dass er dich beobachtet. Deswegen, auch wenn dein Arbeitskollege nicht Muslim dir Essen gibt, du sagst, nein, ich faste, ich kann nicht essen, ich werde nicht essen. Der bewundert dich, weißt du, er wundert dich? Er sagt, nur wir beide sind im Raum, ist keiner da. Du sagst, nein, Allah, Allah ist da. Er sieht uns, er sieht uns, er weiß über uns Bescheid. Und das zeigt diese Furcht, die du hast in deinem Herzen. So stärke in deinem Herzen diese Beobachtung, in deinen Geheimnissen. Wenn du die Tür schließt, wenn du gehst in dein Zimmer, wenn du bist alleine in der Wohnung, hast du noch den Beobachtungsgefühl, dass Allah dich beobachtet? Oder hört das auf, wenn du rausgehst von der Moschee? Das ist wichtig, liebe Geschwister in Islam. Vergiss nicht, Allah beobachtet dich auch nach Ramadan. Er beobachtet dich 24 Stunden. Und jede Minute, entweder du erreichst seine Liebe oder seinen Zorn. Entweder sein Zorn oder seine Barmherzigkeit, du entscheidest das. Was soll dich treffen? Liebe Geschwister, meine siebte Botschaft. Sonnenuntergang der Beobachtungsgefühl. Es gibt Menschen, Muslime, der hat nie diesen Gefühl, dass Allah ihn beobachtet. Deswegen, er macht jede Sünde auch in Ramadan. Das heißt, er hat seine geheimen Sünden vermehrt. Wenn jemand hat nicht das Gefühl, dass Allah ihn beobachtet, die geheime, schlechte Gewohnheiten und Sünden werden mehr. Wisst ihr das? Je mehr nicht er diesen Gefühl bekommt, er wird noch mehr sündigen. Und dann, er wird sogar Allah verraten. Er wird diese Religion verraten. Er wird Muslime verraten. Er wird alle in Stich lassen. Warum? Weil er hat das verloren, diesen Gefühl, was er haben sollte. Die Leute überlegen nicht mehr, wenn sie eine hässliche Sünde machen, öffentlich. Früher, die Leute haben sich geschämt. Früher, keiner konnte vor dieser Tür rauchen. Heute gibt es Menschen, der raucht vor dieser Moscheetür. Schämt sich nicht mehr. Nicht vor uns, ja, das ist Allahs Haus. In heiligen Orten kannst du nicht sündigen. Das heißt, weder für den Monat, noch für das Moschee, noch für diesen Verhalten zum Gebet, dann irgendwas hast du nicht verstanden. Das ist hässlich. Das zeigt, wie du hässlich wirst, wenn du keine Gefühle mehr hast zu Allah Azza wa Jalla und Beobachtung hast. Liebe Geschwister in Islam, sogar gibt es einige, sie behandeln die Sünde mit voller Respekt. Normalerweise, du sollst Ramadan mit voller Respekt empfangen und das Gebet mit voller Respekt empfangen. Was tut er? Küsst die Sünde sogar. Der sagt, das ist das Schönste, was ich bekommen habe heute. Die Sünde. Bier, er küsst seine Flasche. Habt ihr nie gesehen? Gibt es viel auf der Straße. Musst du noch ein bisschen gucken. Dann siehst du kranke Menschen, wie er seine Sünde respektiert. Er weiß nicht, dass diese Sünde ihn in die Hölle bringen wird. Vernichten wird, liebe Geschwister. Deswegen respektiere keine Sünde. Verabscheue die Sünde. Hasse die Sünde. Lehne ab die Sünde und sag, Allah beobachtet mich. Allah sieht mich. Wie kann ich eine Sünde hochstellen? Deswegen, ein Muslim toleriert keine Sünde und lädt Sünden ein. Warum? Weil er hat Angst vor Allah Azza wa Jalla, durch diese Sünde vernichtet zu werden. Liebe Geschwister in Islam, wir machen Dua. Das ist meine achte Botschaft. O Allah, mache meine Geheimnisse, mache unsere Geheimnisse nützlich und gut. Mache unsere öffentlichen Arbeiten gut und mache unsere Arbeiten in deiner Zufriedenheit. O Allah, helfe mir, dass ich dich anbeten kann. Helfe uns, dass wir dich anbeten können, indem wir das Gefühl bekommen, als würden wir dich sehen können. Und auch wenn wir dich nicht sehen können, wissen wir, dass du uns siehst. O Allah Azza wa Jalla, mach unsere Geheimnisse schön.
mache unsere Äußeres schön, mache uns zu einem Diener, mit dem du zufrieden bist. O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir, dass wir im Geheimnissen dir sündigen und vor Menschen heilig uns zeigen. Mache uns immer zu einem ehrlichen, aufrichtigen Diener. Amin, Amin, Amin. Zum Schluss, meine 9. Botschaft. Zeige Taten, rede nicht mehr. Rede nicht mehr, erzähl nicht mehr über dich selbst, sondern mach jetzt Taten. Erstens, sag, ich werde mich immer vorher vorbereiten. Bevor ich eine Tat mache, wo ist mein Ikhlas? Wo ist mein Wissen über diese Tat, dass ich frei bin von Riya, von Sum'a, von Augendienerei? Ich werde keine Tat tun, damit die Leute das hören und erzählen sollen. Sondern mache es Ibadah für Allah Azza wa Jalla, denn er beobachtet dich. Dieser Gebet wird angenommen, wenn es für Allah ist. Dieser Fasten wird angenommen, wenn es für Allah ist. Wenn es für Menschen ist, wird nichts angenommen und nicht belohnt am jüngsten Tag. Liebe Geschwister in Islam, sagt, ich werde immer mich von den Sünden fernhalten. Warum? Weil Allah Azza wa Jalla weiß Bescheid und er beobachtet mich und er besitzt die Kraft, mich zu vernichten. Willst du mit Sünde sterben? Willst du Sünde sterben? Letztens, ein Bruder ruft an, der sagt, Abu Enes, Polizei hat angerufen, mein Vater hat Herzinfarkt bekommen im Bordell, was soll ich machen? Darf ich gehen und ihn abholen? Hat gestorben, Herzinfarkt gestorben im Bordell. Polizei hat ihn angerufen. Deswegen, aufpassen, liebe Geschwister. Aufpassen, liebe Geschwister. Denk ja nicht, du hast Zeit. Du kannst noch Reue machen. Und sein Vater war, glaube ich, 56 Jahre alt, hat er gesagt. 56 Jahre alt. Vor einem Monat hat er mich angerufen. 56 Jahre alt. Vom Braunschweig leider. Von dieser Stadt. Nicht, ich rede nicht von München, Hamburg. Vom Braunschweig. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ist kein Spaß. Religion ist ernste Sache. Bete zu Allah Azza wa Jalla. Ja, Muqallib al-Qulub, thabbit Quluban ala dinik. O Allah, der die Herzen dreht, wie er möchte, mach unsere Herzen standfest. Liebe Geschwister im Islam, erlaube nicht, dass dich Teufel reinlegt. So beeile dich in Reue, wenn du doch Sünde gemacht hast. Obwohl du weißt, Allah beobachtet dich und du machst Sünde, dann mach sofort Reue. Und hinter jede Sünde mach sofort eine gute Tat. Verpasse keine Sünde, ohne hinterher eine gute Tat zu machen. Nicht, dass du von Sünde zum nächsten Sünde gehst. Nein, nach Sünde, wenn du gute Tat machst und Reue zeigst und dich verbesserst, Allah Azza wa Jalla wird diese Sünde zum guten Tat umwandeln. Deswegen, liebe Geschwister, wenn du dieses Schamgefühl vermehrst, dann wirst du für jede Gabe bei Allah Azza wa Jalla dich bedanken. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sabilud dumu'i sabilun murih. Tana adaya sahi kay tastarih.